Abgeordneter, es gibt Kernforderungen der FPÖ Niederösterreich an die Landeskliniken Holding. Insbesondere geht es um die Zweiklassenmedizin. Ja, wir haben in Niederösterreich oder in Österreich mittlerweile das Problem, dass wir eine Zweiklassenmedizin haben, was immer wieder noch bestritten wird, aber das ist einfach Fakt und daher unser großer Schwerpunkt im Gesundheitswesen, dass wir hier Abhilfe schaffen. Dazu gehört die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen. Ich glaube, es kann nicht sein, dass wir 29 verschiedene Krankenkassen haben, obwohl und gerade hier wäre es möglich, sehr viel einzusparen. Wir geben sehr viel Geld im Gesundheitswesen aus, aber es kommt nicht beim Patienten an, sondern es versickert in der Verwaltung. Und das sind wir auch bei der Landesklinikenholding, da wo man ca. 18 Millionen Euro jedes Jahr aufgewendet wird, aber nicht für die Patienten, sondern nur die Verwaltung. Daher unsere klare Forderung, die Landesklinikenholding war wichtig, aber jetzt muss sie wieder in die Landesverwaltung zurückgeführt werden, damit wir als Landtag auch dort kontrollieren können und nachschauen können, wie die Mittel effizient für die Bürger Niederösterreichs eingesetzt werden können. Wo liegt das detaillierte Problem der Zweiklassenmedizin? Das Hauptproblem ist einfach, dass man in den letzten Jahren einfach eine falsche Gesundheitspolitik gefahren ist und daher die Ausbildung der Ärzte nicht entsprechend gewürdigt wurde, dass man auch im niedergelassenen Bereich, man hat sehr viel auf die Landeskliniken gesetzt, aber den niedergelassenen Bereich komplett vergessen. Und wenn man dann schaut, bei den Krankenkassen, die Leistungen werden gekürzt, die Beiträge steigen, es bleibt alles in der Verwaltung hängen und kommt nicht zum Patienten. Jetzt gibt es Informationen, nachdem Ärzte nur ein bestimmtes Kontingent an Kassenpatienten nehmen, weil sie das nur in diesem Monat bezahlt bekommen, sprich kontingiert wird. Ja, das ist ein weiteres Problem, gerade im niedergelassenen Bereich. Die Bezahlung oder der Leistungsersatz für die Ärzte hier muss angesetzt werden. Es kann nicht sein, dass ein Arzt sozusagen nebenbei noch eine Hausapotheke führen muss, dass er sich seine Praxis leisten kann. Also da liegt sehr vieles im Argen und da sind auch der Hauptverband und wir als Politik gefordert, dass man die Rahmenbedingungen setzt, dass der Arzt von seiner Leistung als Arzt leben kann. Ein weiterer Punkt sind die Notärzte. Notärzte, wir lesen fast wöchentlich von Problemen in den Medien, dass es zu wenige Notärztestellen gibt. Das hängt auch wieder zusammen mit den Arbeitsverträgen der Ärzte. Und hier sind wir, gerade besonders im Waldviertel haben wir jetzt ein paar Probleme gehabt, aber auch im Bezirk Melk, wo kein Notarzt für die rasche Versorgung der Bürger zur Verfügung steht. Da muss Abhilfe geschaffen werden. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema. In der Verwaltung sparen, aber für die Versorgung der Niederösterreicher das Geld zu verwenden. Wie ist es aus Ihrer Sicht zu diesem Wasserkopf der Verwaltung gekommen? Ja, vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Vor einigen Jahren wurde das Medientransparenzgesetz beschlossen, wo politische Werbung im öffentlichen Bereich genau fest reguliert wird. Aber 5 Tage bevor dieses Gesetz in Kraft getreten ist, hat sich die Niederösterreichische Landesklinikenholding schnell 2 Verlage gesichert, um dort weiterhin Bröl, Sobotka und Wilfingen zu bewerben. Und da sind mittlerweile 4 Millionen ausgegeben worden. Es ist durch Rechnungshofbericht ist das bestätigt. Und hier muss endlich ein Schlussstrich gezogen werden. Was wünschen Sie sich im Bereich Gesundheit für das Jahr 2016, beziehungsweise wo wird die FPÖ Niederösterreich in diesem Bereich auch weiterhin 2016 aktiv sein? Wir werden den Schwerpunkt weiterhin auch dabei halten, dass wir die Zusammenlegung der Krankenkassen fordern, weil hier ist meiner Meinung nach das größte Geld möglich, das man für die Patienten lukrieren kann. Und es geht bis zu den Wartezeiten bei CT- oder MR-Untersuchungen. Hier muss wirklich ein System geschaffen werden, dass man die bestehenden Geräte anständig nützt, nicht nur von 8 bis 16 Uhr, sondern auch am Abend und so weiter, dass wirklich jeder Niederösterreicher schnellstmöglich die bestmögliche Versorgung bekommt.